Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play League Simulator. So. Ja, kann sich ja nur um Jahre handeln. Frage ist, wo können wir hier noch Legierofen unterbringen? Ich könnte jetzt natürlich hier die beiden abbauen und da noch zwei Legierofen einbauen. Hätten wir hiervon nochmal vier. Beziehungsweise diese Kompressordinger, die brauchen wir eigentlich gar nicht so häufig. Das heißt, dann würde ich die Öfen vielleicht nach oben packen, die Dinger davon drei nach unten packen und dann auch hier zwei Legierofen, aber drei und da oben die fünf Öfen. Würde das Sinn machen? I don't know. Brauchen wir aber erstmal noch ein paar Legieröfen. Mal gucken, wie die... Gucken, wie teuer die Dinger sind. Brauchen wir wieder... gut, da brauchen wir jetzt wieder Mitteltransformator und wieder ein... Kacki, ey. Ich bin wieder so kompliziert, ey. Oh. Haben wir da irgendwelche Spulen oben? Nee, ne? So ein Scheiß haben wir nicht mehr vorrätig. Nö. Das heißt, wir brauchen erstmal... Hier können wir ein bisschen was nehmen. 1, 2, 3, 4 brauchen wir, glaube ich. Genau. Ein paar von diesen Spulen. Brauchen wir Schmiedeeisenbarren. So, brauchen wir vier. Wir brauchen hiervon zwei. Acht. Nee, weil wir brauchen ja vier insgesamt. Also brauchen wir hiervon 16. So. Warum haben wir hier die ganze Zeit irgendwelche Kisten drin? Naja. Nevermind. So, ich würde erstmal kurz die Sachen reinpacken, die wir für das Bauen brauchen, für den Dingern. Ungefähr so. Okay, okay. Wo war ich gerade? Genau, wir brauchen noch ein bisschen mehr Kupfer. Achso, falsche Taste. Eigentlich wollte ich hier nur einen Block rausnehmen. Muss aber die Schleichtaste drücken und nicht die Springtaste. Brauchen wir auch wieder 16, genau. Und für 16 brauchen wir 8 davon. Nee. Reicht also einer voll aus. So, und wir brauchen... Ah ne, Platzkorre waren hier oben. Da. Da brauchen wir 16 von. Dann haben wir noch Plastik... Kupferspulen? Nö. So, dann das. Alles. Dankeschön. Das. Alles. Müssen vier Stück sein, genau. So, können wir Platz Ding erstmal wieder weg. Wobei halt, nee, brauchen wir auch noch für die Hä? Nee, brauchen wir nur noch? Eben genau, die Trafos brauchen wir ja gerade. Gut, die brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Können wir mal weg. Dann brauchen wir Edelstahlbarren. Haben wir da dazu vielleicht noch welche? Ja! 8 Stück brauchen wir, ne? Verdammt. 8? Ja. Zweimal schwarze Gabel. 4 Pipes. Und der wird auch schon wieder so voll hier. Scheiße. So, erstmal gucken, wie es unserem Legierofen geht. Geht's erschreckend gut. Keine Ahnung.
Ja, genau, müsste passen. Nee, passt nicht. Der fehlt noch 10. Hä, hey, warum fehlt er 10? Wir hatten doch 264. Das heißt, hier müssen noch 66 drinne sein. Warum fehlen denn jetzt aber 10? Ich nehme einfach mal hier von denen noch welche. So. Dann muss ich noch mal hier 10 nachproduzieren. So. Bom. Sehr suspekt. Oder wir brauchen noch hier 264. Ja, genau. Sehr suspekt. Dankeschön. So, haben wir jetzt hier eigentlich alles? Ja, achso, die Öfen brauchen wir noch. Da brauchen wir auch wieder Gehäuse für. Ach Leute, brauchen wir noch viel mehr von dem Scheiß. Ja, diese Gehäuse. Die gehen mir hart auf den Sack. Dass man immer für so Scheiße irgendwelche Gehäuse braucht. So. Brauche ich auch wieder Messing für. Ach, da habe ich hier noch einen Stack drin gehabt. Okay. Was brauchte ich denn eigentlich? Messing braucht man dafür und da braucht man noch irgendwas. Zinn, ne? Zink. Haben wir sogar noch beides. Gut, jetzt aber gerade belegt. Ja, wir brauchen definitiv mehr Legierhöfen. Was brauchen wir hier für Kohlenstoffbarren? Und für das Gehäuse brauchen wir auch. Ah, hier brauchen wir Gusseisenbarren. Messing. Gut. So, kommst du mal raus? Kommst noch da? Und jetzt machen wir mal die ersten hiervon. Brauchen wir jetzt erstmal 18 Stück. Nee, 16 Stück für. Von. Für die vier Gehäuse. Nee, für die zwei Gehäuse. Damit. Dankeschön. So. Was? Aber. Ach ja. Na, bitte. Marke reicht schon. So. Perfekt. So. Ziegelblöcke. Reicht gerade so aus. Ah, ne, halt, wir brauchen ja 7. Also reichen 14 aus. Genau. Und MV-Kabel. LV-Kabel. MV ist ja das schwarze. Nein? Yay! Verdammt! Achso, ja, Trafofilter noch. Yay! Yay! Wuhu! Läuft doch! Meine Güte! Das geht ja ab hier. Ach ja, da sind ja auch noch überall Batterien drin. Das tut jetzt, kann ich mir schnell mein Inventar voll klatschen. Gut, eine Batterie ist auch schon weg. Das ist nicht so gut. So. Hallo, Erlang-Batterien. Alle da? Ah, sieht so aus. So.
Jetzt kommt's. Du nach da, du nach da. Hier ist die Batterien rein. Das und das. Hier ist die Batterien rein. Und das und das. So, und jetzt kommt hier die Kompressor. Jeweils mit zwei Batterien. So. Und darüber kommen die Öfen. Auch wieder mit den Batterien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es wird immer noch eine Batterie. Fahrflucht der Scheiße. Nee, die können nicht aufgesaugt haben. So weit kann ich gar nicht. So eine große Range hatte den gar nicht. Wo ist die Batterie hin? Die gibt's doch ja nicht. Auf und davon. Ist hier hochgeglitscht? Machen die ab und zu mal gerne, dass sie irgendwie hier rausglitschen. Aber ne, hier ist auch nichts. Wir wurden um eine Batterie betrogen. Halt. Das. Man sollte eine Batterie nie in den Ofen packen. Das ist keine gute Idee, Leute. Das, das macht man so nicht. Seriously, wo ist hier die scheiß Batterie hin? Sag mal. Können einfach verschwinden. Ey. Letztens verschwindet einfach ein so ein HV-Kabel. Jetzt verschwindet einfach eine Batterie. Leute, fickt euch ins Knie. Okay, sehr gut jetzt. Kacke. Ja, das ist ja unfortunately. Der ist ja really fucked up. Müssen wir auch noch eine Batterie bauen? So. Okay, zurück zu unserem Dings hier. Ist das jetzt genug? Wir haben 99, 99 und mehr als 66. Das passt. So. Also habe ich vollkommen vergessen, was wir da unten eigentlich bauen wollten. Achso, genau die ganzen Gehäuse. Aber wieso brauchen wir für das Gehäuse die Dinger brauchen wir doch. Braucht man dann nicht doch Gusseisen. Haben wir nicht gerade zwei Gehäuse mit Kohlenstoffbarren gebaut? Oder hatte ich da auch gerade Gusseisen genommen? Naja. Egal, auf jeden Fall. Boom. Boom, boom, boom. Sehr geil. So, dann haben wir schon mal das. Was brauchen wir noch? Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Die Kabel brauchen wir noch. Stackwise Injektoren. Ich meine, gut, da kriegt man gleich zwei raus, aber trotzdem. What the actually fuck? Und die brauchen wir nochmal. Gut, ich bin, bevor wir vergessen, ich will erstmal eine Batterie bauen. Weil sonst kriege ich hier gleich einen Kollaps. Das ist Sinn.
So. Ne, geht leider nicht. So, jetzt. So, von den 10 brauchen wir genau ein. Die anderen packe ich gleich direkt mal unten wieder in die Kiste rein. Oder ich packe die mal oben in die Kiste. Brauchen wir ja doch, wenn wir ab und zu mal Batterien bauen. So. Können wir mal wieder was essen hier? So. Kupfer haben wir, Zinn haben wir, wir brauchen noch Holz. Ich hätte gleich mal gucken können, ob noch irgendwo eine Batterie fehlt. Wobei, die fehlt ja am Anfang nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die ganze Zeit schon gefehlt hat. Da achte ich ja eigentlich immer peinlichst genau drauf. Deswegen verstehe ich gerade nicht, wie die überhaupt weg sein konnte. Überall sind zwei Batterien drin. Jetzt auch hier. Sehr gut. So. Wir brauchen Motoren. Dafür brauchen wir ganz viel mehr Kupfer. Wir brauchen. Ah ja, 34 hiervon, also 17 hiervon. Weil gibt ja nur gerade Zahlen, wo es ja immer zwei sind. Wobei haben wir noch Motoren? Nö. Okay. So, dann also 34 davon. Ich nehme einfach den ganzen Stack hier raus, die brauchen wir nicht gleich. So. Das heißt, wir brauchen, was ist das hier? Schmiedeeisenbarren. Kupfer brauchen wir 17, 34. Mein Inventar so zugeklatscht hier. Scheiße, die Wand an. So, 34 davon. 17 davon. 34 Kunststoffplatten. Mesefragmente. Unser Inventar ist so voll, voll, voller Scheiße. 34. So. Ich wollte gerade zwei davon wegschmeißen, aber. Pack lieber hier oben in die Kiste, da haben wir noch ein paar davon. So. Sonst werde ich hier noch in Kommentaren zugeschissen. Oh, schmeißt das doch hier weg hier. Das geht immer gar nicht. So. Und das haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Jetzt brauchen wir nur noch die Spulen. Da brauchen wir auch 34 von. 34 sind also 17 mal Kupfer. Mach ich einfach hier die Hälfte. So, so, alles. Perfekt. So, dann sollten wir jetzt alles dafür haben. Bam. Yeah. Wuhu, 34 Motoren. Geil. So, schmeißen wir die hier auch schon mal rein. Haben wir das auch schon mal. So, was fehlt noch? Also die obere Hälfte haben wir jetzt. Genau. Oder zwei Drittel. Jetzt brauchen wir bloß noch Stackwise, schwarze Kabel und One-Way-Tubes. Only one way out. Aber wir brauchen natürlich auch wieder Mese für. Und ganz viele Kunststoffplatten. Heilige Scheiße. Ich glaube, wir brauchen bald mal wieder ein paar mehr Kunststoffplatten. Aber bei da haben wir noch eine Menge von. So. Diamanten haben wir genug. Stöcker jeglicher Art. Wir brauchen 34. Haben wir noch ein paar?
So, haben wir das schon mal. Als nächstes, schwarze Kabel, haben wir bloß noch eins. Haben wir auch noch bloß noch ein paar. Das heißt, wir brauchen erstmal ein paar mehr Kabel hier. Verdammte Scheiße. So, schwarzes Kabel, weißes Kabel, Kupfer und Papier. Haben wir Papier? Haben wir. Kupfer haben wir auch. Alles. Dankeschön. So, Papier wieder zurück. Kupfer auch zurück. So, jetzt brauchen wir das Zeug hier. Wir brauchen 34, ne? Na ja, gut, okay. 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Das heißt, wir müssen wieder gucken, dass wir dann später mal wieder ein bisschen Papier herstellen, weil wir brauchen noch eine ganze Menge Kabel. So viel haben wir da nicht mehr. Gut, wir haben noch ein bisschen Papier, stimmt schon. Okay, 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 okay. So, dann haben wir schon mal das haben wir und das haben wir. Da fehlt eigentlich bloß noch diese Stackwise-Injektoren, ne? Halt. Du noch da. Und du noch da. Du kannst zurück, du kannst zurück, so. So, das heißt, es fehlen nur noch diese Stackwise-Injektoren. Kunststoffplatten, Eisenbarren, auch nochmal Stöcker und Messingblöcke. Kunststoffplatten. So, sollte jetzt eigentlich reichen. So, wir brauchen. Aha. Hada. Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es geschafft. Wir haben alles da. Es ist alles da. Ist nicht wahr, es ist alles da. Nice. GG. Gut, jetzt müssen wir erstmal kurz hier Inventar aufräumen. Das kannst du ja keinem erzählen. Das ist ja hier Katastrophe, ist das ja. So. Rest schmeiß ich einfach unten rein. Ach, ganz ehrlich, komm. Ich schmeiß den Barren einfach hier oben rein. Für irgendwas kann man die immer mal gebrauchen. So. Holz kommt noch Holz. Achso, ist da? Die Kisten können auch weg. Ja. So. Das sieht doch schon. Achso, gut, die Kompression könnte ich auch umrein gleich reinschmeißen. Wobei, die packe ich ja lieber bei den Blöcken rein, also hier. So. Geil. Aber ja, jetzt hat sogar noch zwei gehabt. Ah ja, gut. So, dann wollen wir mal bauen. 34 hiervon. Holy shit. 33. Ja, alles. Bam. Easy. Wobei. Ah, ne, okay. Dachte schon, wir hatten davon schon vielleicht schon welche gemacht gehabt damals. Weil wir hatten irgendwie schon mal versucht, so eine Anlage zu bauen, aber. Ja, scheinbar haben schon die Schier und Kosten dabei schon abgestreckt. Gut. Wir haben schon mal die Zentrifugen. Ist das geil. So, das heißt, Zentrifugen haben wir schon mal. Jetzt brauchen wir noch ganz viele Pipes und ganz viele Sorting Pipes. Wir brauchen also noch ganz viel Plastik. Mit
Bruno Goff, ganz viel Plastik. Ölextrakt, brauchen wir Blätter für, okay. Ja, gut. Was ist hier drin? Warum hab ich... Nee. Was ist hier für ein Scheiß drin? Okay. Bin verwirrt. Ist hier auch was drin? Tatsächlich. LOL, Fragezeichen. Gut, ich schaff Blätter noch weiter, verdammt wenig. Ach nee! Die Blätter waren alle im Lager unten. Die habe ich ja auch umgesiedelt. Da war ja was. Hier haben wir die ganzen Blätter. Gut, so viel jetzt nicht. Oh doch, 5000, 6000. Oh, das geht schon. Gut, ja, warum wir dafür so viel Stein gemacht haben? Keine Ahnung. So. Sieht schon besser aus. Was auch immer wir jemand vorhatten. Ich habe keine Ahnung. Achso, kann sein, dass da hinten für unsere. Wir hatten noch da hinten in der Felswand. Hatten wir doch diese Aussichtsplattform mit diesem Obsidian-Glas gemacht. Kann sein, dass es davon noch Überreste waren. Das ist durchaus möglich. So, irgendeine Art von Gegenstand. Irgendeine Art von Blatt. Was brauchen wir am wenigsten? Kiefernadeln können wir opfern, aber Blätter würde ich nicht opfern. Dschungelblätter eigentlich auch. Also die können wir auf jeden Fall opfern dafür. Dann machen wir mal einen Sack voll Scheiße hier. Oh, das ging ja schnell. Alles. Ja. Muss ich das jetzt mal anklicken hier? Das ist doch kacke. Alles. Ach komm, wo bin ich schneller hier? Alles. Mütchen. Da haben wir schon mal wieder ordentlich Treibstoff. Da muss ich aber gucken, sind diese Plastikdinger wirklich das, was wir brauchen? Meistens ja, ne? Für die meisten Sachen brauchen wir diese Plastikdinger. Weil da gibt es ja hier drei verschiedene Arten. Genau, Kunststoffplatten. Kunststoffplatten, ja. Weil es gibt nämlich, wenn man hier nach Plastik sucht, gibt es einmal diese Plastik-Sheets. Dann gibt es das, was wir brauchen, die Kunststoffplatten. Und dann gibt es noch irgendwas anderes. Oder? Oder jetzt nur die beiden. Egal, auf jeden Fall Verwirrung genug. Wir müssen also wirklich darauf achten, dass wir hier die Kunststoffplatten machen und nicht die Dinger hier. Das heißt, wir müssen genau das kochen und dann das kochen. Und um die herzustellen, musst du nämlich das komische Zeug hier kochen. Und das machst du halt direkt aus den Blättern. Und da brauchst du speziell die Apfelbaumblätter für. Oder vielleicht auch tatsächlich nicht kennen. Deswegen musst du drauf aufpassen, wenn du nur Apfelbaumblätter hast, dann eben machst du halt das Zeug daraus. Und naja, wenn du aber fast nur Apfelbaumblätter hast, dann bist du natürlich schon geneigt, sowas hier zu machen. Und da gibt es halt den Trick, dass du, wenn du halt macht Apfelbaumblätter hast und kaum was anderes, dass du einfach fünfmal Apfelbaumblätter nimmst und einmal was anderes und schon kommst du halt in das Rezept hier. Und dann kriegst du das richtige Zeug draus. Aber du darfst halt nicht sechsmal Apfelbaumblätter nehmen. Dann hast du verkackt. So, aber wir haben jetzt hier sechsmal Ölextrakt. Das sollte erstmal eine Weile reichen. Hier müssen wir auch noch ein bisschen was haben. Oder haben wir da letztens alles verwurstet? Ne, da war letztens alles verwurstet. Okay. So. Das müssen wir jetzt einkochen. Gut, dann kann das erstmal ein bisschen zischeln und solange
Machen wir kurz Folgenpause. Bis dann.